eurem 50-jährigen Vereinsjubiläum begrüße ich euch als Vorsitzender des TTC Oberbrechen sehr herzlich. Meine sehr verehrten Damen, meine gut angezogenen Herren, guten Abend. Ein solcher Abend, es wird gegessen, es wird getrunken. Wir freuen uns auf ein buntes Programm und noch ist es ein bisschen verhalten. Und ich kann Ihnen sagen, als Künstler da oben, da möchte man doch so ein bisschen Stimmung im Raum haben. Ich darf einmal ganz kurz bitten, dass Sie Ihre Gegenstände, die Sie vielleicht jetzt in der Hand haben, aus der Hand legen. Und ich hätte gern einmal eine kleine Laola von rechts nach links von Ihnen aus gesehen. Wir machen einmal eine kleine Laola und... Ja, vielen Dank. Wow. Sehen Sie, da geht gleich was durch den Raum. Das ist eine Energie, das finde ich fantastisch. Und bitte, begrüßen Sie, wenn es geht, alle Künstler heute Abend so, denn Sie haben es verdient. Ja, schönen guten Abend, liebe Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tischtennisfreunde. Ja, freut mich sehr und vielen Dank, dass ich die Schirmherrschaft hier übernehmen durfte. Das ist meine erste Schirmherrschaft, nur um das mal zu sagen. Im Ausland gibt es das nicht so, aber ich freue mich umso mehr, dass ich das hier kann. Und herzlichen Glückwunsch an den Verein für die 50 Jahre und das, was ihr geleistet habt und das, was ihr noch leisten werdet. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Tischtennisfreunde. Die Tischtennis-Jubiläumswochen in der Gemeinde Breschen finden heute ihre Fortsetzung. Nachdem vor 14 Tagen die Sportkameraden aus Werschau das 50-Jährige feiern konnten, gratuliere ich heute dem Tischtennisclub Oberbreschen zum halben Jahrhundert. Dabei ist es mir eine Ehre und große Freude, die besten Wünsche der gemeindlichen Gremien, aber auch von mir ganz persönlich als Bürgermeister der Gemeinde Breschen zu überbringen. Music was my first love. It'll be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible. Vielen Dank an die ganzen ehrenamtlichen Helfer, der da verlebt, Sport und Vereinsleben. Dankeschön. Ja, ich denke dabei an die Mitglieder der jeweiligen Vorstände, die die Verantwortung übernommen haben, den Verein zu führen. Ich danke allen Frauen und Männern, die unter Zurückstellung ihrer persönlichen Interessen, ihre Freizeit geopfert haben, um bei der Bewältigung aller möglichen Aufgaben des Vereins mitzuhelfen. Mein Dank geht an die Trainer und Betreuer der Jugend,
Anna und Mika haben uns ja sehr deutlich gemacht, dass das die Zukunft aller Vereine ist und deshalb müssen die auch besonders gehegt und gepflegt werden. Wenn ich die Meilensteine im Vereinsleben richtig gelesen habe, dann haben sie einen kontinuierlichen Zuwachs an Mitgliedern über die letzten Jahre hinweg zu verzeichnen. Das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit, vielmehr bedeutet es, dass die Verantwortlichen des Vereinslebens das Vereinsleben attraktiv gestalten, sodass sich die neuen Mitglieder ebenso wie die vorhandenen Mitglieder wohlfühlen. Ja, ich möchte fast sagen, sich wohlfühlen wie in einer großen Familie. Gerne, Herr Weigert. Sie sehen, mir wird schon der Ton weggenommen, deshalb mache ich noch kürzer wie im Sport. Werte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen lieber Jubilar, der heute sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Und wenn man nach einer Gruppe, wie hervorragend vorgetragen, hier nach dem Reden kommt, fällt dann wahrlich nichts mehr ein, was die Menschen eigentlich noch aufnehmen wollen an Reden. Deshalb möchte ich mich kurz fassen, insofern, dass ich allen danken möchte, die zum Gelingen nicht nur dieses Festes, sondern diesem 50 Jahre Jubiläum dieses Tischtennisclubs beigetragen haben. An allen Positionen, wie auch immer, vom Übungsleiter über die Trainer, über die Mitglieder, über den Vorstand, allen denen sei zu danken, die dem Club zu dem geholfen haben, was er heute darstellt, in einem hervorragenden Erscheinungsbild. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Sonderapplaus nicht mir galt. Trotzdem, liebe Tischtennisbegeisterte, liebe TDC Oberflächen, liebe Gäste, zunächst herzlichen Glückwunsch zum 50-Jährigen. Ich muss schon sagen, ich bin schwer beeindruckt von der Entwicklung des TDC Oberflächen. Ich habe mich in den letzten Tagen etwas detaillierter mit den Fakten zum TDC Oberflächen vertraut gemacht und darf euch zunächst ein wenig mit Statistiken foltern. Keine Sorge, das dauert jetzt nicht länger als 2 Stunden. Projekt, das war aber das von der Gemeinde, nämlich im Internetcafé stand nebenan die Tischtennisplatte und er hatte zum ersten Mal gespielt und hat sich hinterher dann zum hessischen Meister entwickelt. Natürlich nicht durch die Schule, sondern durch eure Arbeit. Aber die Zuführung, da sage ich, haben wir so ein ganz klein bisschen zu beitragen. Sehr geehrter Herr Thomas Weigert, sehr geehrte Ehrengäste,
Ich darf heute die herzlichsten Glückwünsche vom TDC am TDC Oberbrechen zum 50. Glückwunsch überbringen. 50 Jahre TDC, das bedeutet 50 Jahre immer wieder Menschen zum Ehrenamt zu begeistern, Verantwortung für den Verein zu übernehmen, dem Verein eine Richtung zu geben und ihn weiterzuentwickeln. Wie gut das hier funktioniert, sieht man unter anderem an fast 200 Mitgliedern und der Tatsache, dass der TDC sich Leistungszentrum nennen darf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Ehrengäste, liebe Mitglieder und Vorstände des TDC Oberbrechen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung zu eurem heutigen Jubiläumsabend und freue mich, dass ich die Grüße des Marktes Fremdlingen überbringen darf. Wer nicht weiß, wo Fremdlingen liegt, der fragt mal den Peter Otto, der weiß das ganz genau. Time goes by. So slowly, 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 time goes by. So slowly. Ja, uns Kindern gehört die Zukunft.